Ja, hört man mich? Gut. Ich bin noch ganz überwältigt von den Klängen und jetzt auch das von deinen Worten, lieber Papa. Und freue mich ganz sehr, jetzt heute hier sprechen zu dürfen. Ich weiß noch, es ist ja jetzt mittlerweile meine 9. Via Mundi-Tagung. Und ich war immer ja, mit Anfang 20 oder sogar noch in meiner Ende der Teenagerzeit überwältigt von denjenigen, die hier einen Vortrag gehalten haben. Deshalb freut es mich umso mehr, jetzt hier vor euch, vor Ihnen zu sprechen. Und ja, es geht ja um das Thema, das Selbst in der Vielfalt des Seins erkennen. Bevor ich beginne, wollte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Es ist ja gerade vielleicht in den älteren Generationen so die Technik oft auch was Unbekanntes mit Angst verbunden. Letzten Endes ermöglicht uns die Technik auch hier, dass Sie mich alle gut hören und ja, dass hier sowas Verbildlichtes auf dem Screen zu sehen ist, auf dem Monitor. Das Selbst in der Vielfalt des Seins erkennen. Da kam mir sofort, also in den Überlegungen, was mache ich hier, was kann ich hier machen. Ich selbst bin ja Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Und dann kam mir die Metapher einer Reise. Ihr habt bestimmt alle schon gesehen, dass hier auf dem Bild wie so, ja, so ein Reiseweg. Und eine Reise hat ja bekanntlich auch verschiedene Stationen. Und so möchte ich heute mit euch mal das Selbst in der Vielfalt aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Genau, und dann werden wir im Verlauf der Zeit zu verschiedenen Stationen kommen. Und ich möchte, zu Beginn habe ich mir so überlegt, selbst. Wir verwenden das Wort selbst so oft in unserem Sprachgebrauch. Und ich habe hier jetzt einfach mal ein paar Worte zusammengestellt, die es alles mit dem Wort selbst gibt. Müssen Sie jetzt oder müsst ihr jetzt nicht alle lesen, aber ja, da haben wir das Selbstbewusstsein, den Selbstwert, aber auch sowas wie die Selbstfürsorge, übrigens ein Lieblingswort von Psychologinnen. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann auch sowas wie Selbstsabotage, Selbsttäuschung, Selbsthass, vielleicht auch Selbstoptimierung, wenn sie in eine sehr extreme Richtung geht. Ja, und ich dachte mir so, es sind wie so zwei Lager. Auf der einen Seite so Worte, Faktoren, die unser Selbst wie fördern und uns vielleicht näher zu uns bringen und andere, die unsere Selbstentfaltung vielleicht eher hemmen. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin Psychologin und deshalb ist mir natürlich die psychologische Sichtweise auch ganz wichtig, wenn es um das Selbst geht. Und wie gesagt, das ist jetzt hier ein Ausschnitt und es gibt ganz viele verschiedene Richtungen, die sich letzten Endes mit dem Selbst beschäftigen. Man kann da auch in die allgemeine Psychologie schauen, aber im Studium ging es genug um allgemeine Psychologie und ich habe von Anfang an eigentlich gemerkt, dass ich mich eher so in die tiefenpsychologische, analytische Sichtweise ja, zu Hause fühle oder angezogen fühle und ja, da gab es im Studium nicht so viel, deshalb möchte ich da jetzt eher meinen Fokus legen. Und dann am Ende noch einen kleinen Einblick in die humanistische Psychologie geben. Ja, was seht ihr hier? Wie ich finde, drei sehr schöne Bilder. Solche Arten von Bilder kennt ihr vielleicht alle in verschiedener Form. Das sind Mandalas. Mandalas ziehen sich ja durch die Kulturen hindurch letzten Endes. Seit Urzeiten auch schon und mittlerweile gibt es sogar seit einiger Zeit so Mandala-Ausmalbücher, ich habe das als Kind wahnsinnig gern gemacht, für Erwachsene. Also wirklich so dieses, ich male diese Mandalas, aus, um zu mir selbst zu kommen oder auch so dieses achtsame Malen. Und diese Mandalas hier sind nicht irgendwelche Mandalas, sondern sie stammen aus dem Werk von Carl Gustav Jung,
über dessen Selbstsicht ich jetzt sprechen möchte, aus seinem Werk Mandala, Bilder aus dem Unbewussten. Ja, und das Mandala hat im Verlauf von Jungs Selbsterforschung, Selbsterfahrung eine ganz bedeutende Rolle eingenommen. Und letzten Endes kam er durch die Widmung der inneren Bilder, also quasi die Bilder aus seinem Unbewussten, dazu, was das Mandala eigentlich für eine Bedeutung hat. Diese Mandalas stammen übrigens nicht von Jung selbst, sondern von einer Patientin. Ich möchte ihn kurz zitieren. Nur allmählich kam ich darauf, was das Mandala eigentlich ist. Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung. Und das ist das Selbst, die Ganzheit der Persönlichkeit, die, wenn alles gut steht, harmonisch ist, die aber keine Selbsttäuschung erträgt. Ja, somit ist das Mandala wie so der verbildlichte Ausdruck des Selbst. Und Jung meint auch, dass sich quasi, wenn wir im Inneren Disharmonien haben, Ungereimtheiten, sich das auch in dieser Mandala-Form widerspiegelt. Zum Beispiel ist vielleicht der Kreis geöffnet oder irgendwelche Strukturen sind nicht ganz gleichmäßig. Genau, wie ich schon sagte, das sind die Bilder von einer Patientin im Verlauf, also nicht immer zum gleichen Zeitpunkt, schon eher zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer, sage ich mal, psychischen Entwicklung. Und die Mandalas, wenn man die quasi zusätzlich zur Psychotherapie nimmt, zeigen die auch so den Individuationsprozess. C.G. Jung hat eine riesige Welt und jedes Wort hat gefühlt ein eigenes Buch. Deshalb werde ich mich hier wirklich auf kurze Beschreibungen fokussieren. Und in ganz einfachen Worten ausgedrückt ist der Individuationsprozess letzten Endes so der Weg der psychischen Entwicklung, der Weg zum Selbst. Werde, der du bist. Ja, hier jetzt nochmal etwas modellhafter. Ich fand dieses Trichtermodell ganz gut, um mal kurz zu verstehen, wie C.G. Jung die Struktur der Psyche versteht. Wir haben so dieses Ich, das Bewusste, die Dinge, die uns bewusst sind. Darunter sieht er das persönliche Unbewusste und darunter das kollektive Unbewusste, also quasi das Unbewusste, er sagt immer Unbewusste, sie kennt vielleicht oft auch Unterbewusstsein. Das, was quasi unser Persönliches übersteigt, wo wir mit in Resonanz gehen mit dem Kollektiv, wie mit dem Kollektiv der Menschheit beispielsweise. Und ganz unten als Grundlage, also hier, oh, wo ist der Pointer? Hier, ist das Selbst. Als Grundlage aber auch alles umfassend und das fand ich so cool. Also dieses Trichtermodell zeigt das so gut. Ja, um noch mal ein bisschen zu verstehen, Bewusstsein, Unbewusstes. Ihr kennt vielleicht das Eisbergmodell des Bewusstseins nach Sigmund Freud. C.G. Jung war ja auch lange ein Schüler von Freud, bis er sich ganz bewusst von ihm getrennt hat, aufgrund seiner ja teilweise extremen Ansichten und sehr rigiden, also Sigmund Freud ließ sich ja da gar nicht von abbringen. Und dann hat Jung die analytische Psychologie quasi begründet. Jedenfalls, Sie kennen diesen Eisberg die Spitze und unter der Wasseroberfläche ist ja viel, viel mehr. Und es schwankt immer so zwischen 5-10%, was uns wirklich bewusst ist, und 95% oder 90% ist geparkt im Unbewussten, verdrängt, ja, eben unbewusst. Hier habe ich nochmal ein anderes Modell, noch aus einer anderen Sicht, wie so ein Kreismodell. Da finde ich, sieht man nochmal ganz schön, wie das Selbst so letzten Endes der Mittelpunkt ist. Aber auch, wie gesagt, alles drumherum. Und nochmal den Unterschied, wie Jung es sieht, zwischen Ich und Selbst. Das Ich ist quasi der Bezugspunkt des Bewusstens. Also wirklich nur bezieht sich auf das Bewusstsein. Und das Selbst begreift die Ganzheit der Psyche, also Bewusstes und Unbewusstes in sich. Genau, und da kommt, finde ich, nochmal ganz gut raus, wie die Unterscheidung zwischen Ich und Selbst ist nicht beliebig austauschbar. Wir haben da Beispiele wie Ich-Bewusstsein und Selbstbewusstsein, das meint etwas anderes. Oder Ich-Vertrauen sagt man nicht so richtig, sondern eher Selbstvertrauen. Und um das Selbst zu erkennen,
Damit wir uns selbst bewusst werden, brauchen wir aber ein Ich sozusagen. Ein Ich, das aus dem Selbst hervorgeht, das quasi der Bezugspunkt des Bewusstseins ist. Und gerade so dieses Unterschied Ich und Selbst, wenn man sich das mal vorstellt, Chef, Angestellter. Der Chef, der Angestellte hat vielleicht einen Fehler gemacht und da muss ihn der Chef zurechtweisen oder ihn zumindest darauf hinweisen. An wen richtet der Chef sich? Richtet er sich an den Menschen, an wirklich die Person als menschliches Wesen, als Selbst oder letzten Endes an seine Rolle als Arbeiter, der in dem Arbeiterin, der oder die in dem Moment einen Fehler gemacht hat, also die Kompetenzen, die Fähigkeiten. Und oft wird das vertauscht. Auch wir, wie fassen wir das auf? Und oft fühlen wir uns vielleicht als Mensch angegriffen und gar nicht in unserer Rolle. Ja, letzten Endes, das Selbst ist so die Ganzheit der Persönlichkeit nach Jung. Und wie so das Mitte, das Zentrum. Und Jung sagt auch, dass letzten Endes alles immer zur Mitte läuft. Also sich alles auf dieses Zentrum bezieht. Und hier, finde ich, sieht man ganz gut auch an diesem goldenen Kern so dieses Zentrum. Er sieht das Selbst als das Ziel der psychischen Entwicklung. Und in einigen Texten kommt auch raus, dass er wirklich so das Selbst mit dem Gott der Göttin in uns wie gleichsetzt. Aber im Grunde ist es ein Geheimnis und es übersteigt ja dadurch, dass es noch unter dem Unbewussten wie ist, einfach oft unseren Horizont. Und in seiner Autobiografie schreibt er, dass er mit dem Mandala, mit dem Ausdruck für das Selbst, für ihn letzten Endes das Letzte erreicht hat. Mehr wisse er nicht, vielleicht tut es jemand anders, aber für ihn war das wirklich so der letzte Punkt. Ja, noch ganz kurz eine andere Sichtweise von einem Analytiker, Hans-Joachim Marz. Vielleicht kennen ihn einige von Ihnen. Sie müssen es jetzt gar nicht alles durchlesen, hier die Tabelle. Mir geht es einfach nur noch mal kurz einen anderen Blick oder vielleicht ähnlichen Blick zu zeigen. Das Selbst ist so die Gesamtheit der Persönlichkeitsstruktur nach Marz als einmalig unverwechselbare Grundmatrix. Und er sagt auch, es ist so der Kern der Persönlichkeit, das, was uns individuell mitgegeben ist, von Gott geschenkt, von der Natur, zum Menschen gehörend. Und zeigt also die innerseelischen Vorgänge, die Gefühle, Impulse, Bedürfnisse, Instinkte, Intuition und ist daher nach innen orientiert. Im Gegensatz dazu sieht Marz das Ich oder Ego als eher gemachten und erworben, also unsere Kompetenzen, unsere Lernerfahrungen im Verlauf des Lebens deshalb auch veränderbar. Es bildet so die soziale Rolle, so das, was nach außen gerichtet ist und ist ebenso auf eine Wirkung, auf was im Leben zu erzielen ausgerichtet. Genau, nur noch mal so als kurzer Eindruck. Dann komme ich so von der eher tiefen psychologisch-analytischen Sichtweise nochmal zur humanistischen Sichtweise. Warum bringe ich die nochmal hier rein? Was mir an der humanistischen Psychologie so gefällt, ist, dass sie so den Fokus auch ihrer Arbeit, ihrer Ausrichtung wirklich so auf die Entfaltung dieses inneren, uns innewohnenden Wesenskerns legt. Also Carl Rogers hat das auch so als das innere Gold in uns bezeichnet. Und es geht ganz viel auch in den Therapien um die Entwicklung des eigenen Selbst durch eben die Erfaltung des eigenen Potenzials, was uns allen innewohnt. Und da ist das Zitat von Kierkegaard sehr treffend, finde ich. Das Große ist nicht, dieses oder jenes zu sein, sondern man selbst zu sein. Und das kann jeder Mensch, wenn er will. Vielleicht kennen Sie die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow. Maslow ist auch ein Vertreter so eher in der humanistischen Psychologie und er sagt so, in uns Menschen ist das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung verankert. Aber wir können uns dem erst widmen, wenn so Grundbedürfnisse wie hier, so psychologische, physiologische Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse erfüllt sind. Und er geht auch in seiner Theorie davon aus, dass Menschen wie auf so mystische Gipfelerfahrungen, er nennt das Peak Experiences, ausgelegt sind. Und durch diese Gipfelerfahrungen man sich letzten Endes Stück für Stück annähert an das wahre Selbst, an so dieses wahre Identität, diesen inneren Wesenskern. Ja, von der Psychologie gehen wir weiter in die Mystik.
Ich hatte ja jetzt neben meiner familiären Prägung, ich bin ja auch in einem recht christlich-mystischen Haushalt aufgewachsen und jetzt nicht rein katholisch erzogen worden, hat es mich ja auch auf meinem Studienweg mal in die katholische Theologie gebracht. Und dann habe ich mich relativ schnell eigentlich so zur mystischen Seite der Theologie angezogen gefühlt, ob das jetzt die christliche Mystik oder auch die jüdische Mystik oder die fernöstlichen Religionen. Frau Lale Akgün, Sie haben uns ja gestern einen super wunderbaren Blick in das Mystische des Islams gegeben. Und Christian wird uns heute Abend wahrscheinlich auch noch einen umfassenden Einblick in die Mystik der Religionen geben. Deshalb möchte ich hier wirklich einfach nur einen kurzen Abstecher machen. Wenn ich bei der Beschäftigung mit der christlichen Mystik und dem Selbst, zieht sich immer so für mich oder letzten Endes so ein Bild durch oder ein Satz, zur Mitte kommen. Haben wir jetzt auf der Tagung auch schon oft gehört. Und ich finde dieses Bild, dieses Labyrinth passt da ganz gut, weil es eben oftmals nicht ein gerader Weg zur Mitte ist. Es gibt Umwege oder ich muss gewisse Wege vielleicht 5-mal oder 100-mal gehen, und um vielleicht dann mal zur Mitte anzukommen. Vielleicht muss ich auch mal umkehren. Und manchmal geht es auch ganz direkt. Und ich bin relativ direkt in meiner Mitte. Und wir Menschen und viele Mystikerinnen und Mystiker vor uns haben das auch alle gehabt, diese Tendenz, das Göttliche eher im Außen zu suchen. So vielleicht in den Schriften, in den, wie oft ich bete oder beichte oder was auch immer. Und so sagt auch Augustinus, du warst in meinem Innern, ich aber suchte dich draußen. Ich fand das einen ganz schönen Satz. Ja, irgendwie hat mich Meister Eckhart schon immer fasziniert, und er kam in meinem Theologiestudium wirklich ganz wenig nur vor, leider. Und ich habe immer mal wieder mich mit ihm befasst, natürlich jetzt nicht so tief, aber wenn es um das Selbst geht, kamen mir so zwei Abschnitte oder aus seinen Predigten haben herausgestochen. Und vielleicht kennen Sie die auch, die sind, glaube ich, mit auch bekannt. Und das eine, denn wer kommen will in Gottes Grund, in dessen Innerstes, der muss zuvor in seinen eigenen Grund, in sein Innerstes kommen. Denn niemand kann Gott erkennen, der nicht zuvor sich selbst erkennen müsse. Hier wird ja ganz klar, dass auch nach Meister Eckhart der Weg zu Gott, zum Göttlichen, zur Quelle, zur großen Seele, wie man es auch nennen mag, über die Selbsterkenntnis führt. Ich kann Gott nicht finden, wenn ich mich selbst nicht finde. Und was in einem zweiten Zitat oder Abschnitt aus seiner Predigt oder aus seinen Predigten gut rauskommt, ist, finde ich, so diese Verbundenheit oder fast wie eine Art Verschmelzung zwischen ich oder ich selbst und Gott. Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht. Mein Auge und Gottes Auge, das ist ein Auge, ein Sehen, ein Erkennen und ein Lieben. Meister Eckhart spricht ja oft so von dieser tiefen Versenkung in uns selbst, wo es auch wirklich mal Ruhe ist, wo der Geist auch mal ruhig ist, unser vollgestopfter Geist, um wirklich an diesen wie Ort zu kommen oder vielleicht auch tiefen Seinszustand, wo dann auf einmal das Selbst, der Mensch, das Selbst und Gott wie verschmelzen zu einer Einheit. Und dann ist ja letzten Endes auch die Trennung aufgehoben zwischen mir selbst und Gott. Das hat mich sehr fasziniert, deshalb wollte ich das mit euch teilen, so Meister Eckharts Ansicht. Und egal, wo wir in die christliche Mystik reinblicken, letzten Endes geht es ja immer wieder darum, wirklich um die Innenschau, zur Mitte kommen. Und so wie Jörg Zink sagt, du gehst in dich hinein und bist mitten in ihm. Ich finde, das ist ein sehr tröstlicher Satz, weil es fühlt sich für mich so an wie so geborgen sein, sich wie in der Liebe fühlen und das aus mir selbst heraus. Das ist ja eigentlich ein großer Trost, dass ich das in mir selbst finden kann. Ja, von der christlichen Mystik noch ein Abstecher in den Buddhismus.
Der Buddhismus reicht ja seit vielen, vielen Jahren in die westliche Welt hinein. Viele fühlen sich ja auch einfach in so den Ansichten des Buddhismus sehr zu Hause. Und ich glaube, gerade auch jüngere Generationen, wenn man sich überlegt, mit vielen Techniken oder Methoden, Ritualen des Buddhismus, vertrauen sich auch jüngere Menschen. Ja, und im Buddhismus geht es viel darum, es gibt so dieses eine wahre Selbst, das alles umfasst, das Sein und das Nichtsein. Und dieses eine wahre Selbst drückt sich aber in jedem Moment anders aus. Und hier kommen wir wieder zur Vielfalt, zu uns Menschen, zu allen Wesen. Letzten Endes die Schöpfung ist dieser vielfältige Ausdruck des einen wahren Selbst. Und der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh ruft ganz bewusst dazu auf, wirklich so dieses Selbstsein zu leben. Sei du selbst im gegenwärtigen Augenblick und lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen, sondern lebe, und zwar jetzt und du selbst. Ich glaube, Paulo Coelho hat es gesagt, entschuldige dich niemals dafür, du selbst zu sein. Und ich kann es zumindest von mir behaupten, ich bin das nicht immer. Und ja, da hilft es, finde ich, immer. Deshalb, ihr werdet ja auch sehen, ich habe viele Zitate hier mit eingebaut. Ich finde es so tröstlich, dass ganz viele verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen Kulturen letzten Endes immer wieder das Gleiche sagen, nur auf andere Weise. Ja, um noch mal ein Stück so in den gelebteren aktuellen Buddhismus zu kommen. Ich finde den Dalai Lama, den 14. Dalai Lama, eine total inspirierende Person, auch super wichtig für unsere Welt. Und im Buddhismus kommen wir auch schnell auf das Thema Achtsamkeit. In der Therapie auch ein riesiges Thema. Es gibt so viele Achtsamkeitsmethoden. Ich finde das auch super gut. Achtsam. Der achtsame Umgang miteinander, den ich übrigens hier sehr, sehr, sehr spüre und das finde ich so wertvoll. Wirklich den achtsamen Umgang miteinander, das achtsame Zuhören, Anhören, Kommunizieren. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen, das wirklich achtsam einander anhören, von beiden Seiten her. Aber das ist ein anderes Thema. Letzten Endes die gegenseitige Achtung voreinander. Und es geht aber gleichzeitig auch um die Achtung vor mir selbst. Und der Dalai Lama spricht immer wirklich von diesem gegenseitigen Respekt, aber auch dem Respekt vor mir selbst. Und in diesem Selbstrespekt kommt auch eine Verantwortung für mich selbst, aber auch für die Menschheit, für die Schöpfung. Und Mahatma Gandhi hat mal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Ja, da sieht man wieder, dass letzten Endes so dieses Verantwortung, der Dalai Lama spricht auch in seinen Reden immer von dieser globalen Verantwortung, dass wir die zunächst in uns selbst entwickeln müssen. Und eben indem wir auch alle Menschen, alle Wesen als gleichwertig empfinden. Ja, und ein wichtiger Punkt ist aber ja, bevor ich den anderen quasi respektieren kann, achtsam anhören kann, muss ich das mit mir selbst tun. Und das ist oft die große Hürde. Irvin Yalom, ein großer Psychoanalytiker aus Amerika und ein toller Schriftsteller, hat gesagt, wenn wir uns nicht selbst verstehen, können wir auch andere nicht richtig verstehen und schätzen. Und ja, da stimme ich ihm absolut zu. Um nochmal so vielleicht alle mystischen Sichtweisen zu vereinen, auch in alle Richtungen, finde ich die Worte von Andreas Ebert sehr treffend. Es geht nämlich darum, dass der Mensch wesentlich wird und dass letzten Endes das durch die Erfahrung passiert, nicht eben durchs Studieren von 1000 Büchern, sondern durchs Tun, durch die Erfahrung. Und solche Erfahrungen, egal in welche Weise die gehen, es muss nicht die Meditation oder das reine Gebet sein, wirklich Übungen, Erfahrungen, die uns zu uns selbst führen. Und ja, dieses innere Kind, was er da auch erwähnt, das einfach mal wieder staunen kann. Staunen ist so eine Qualität von Kindern. Und ich glaube, die müssen wir uns auch als erwachsene Menschen wieder viel mehr
aneignen, mal wieder zu staunen. Ja, ist vielleicht auch so, was er hier sagt, so wäre das, um auf den Vortrag von den Essers zu kommen, die Stufe der reifen Seele, die so diese Introspektion macht, die Auseinandersetzung mit der Psyche, mit mir selbst. Okay, jetzt werden wir etwas praktischer, sage ich mal. Und es führt uns in die sozialen Medien. Hier möchte ich jetzt Ihnen und euch sagen, dass die sozialen Medien, da kommen auch viele englische Begriffe vor, vielleicht Begriffe, die dem einen oder der anderen nicht so bekannt sind. Das heißt, wenn es irgendwelche Verständnisprobleme gibt, dann bitte kurz Zeichen geben, bevor jemand total hinterherhinkt. Ich versuche es aber relativ einfach zu erklären. So. Die sozialen Medien. Illusion versus Realität. Ich weiß, dieses Bild ist recht gruselig. Ich finde allerdings, dass es sehr gut trifft, was die sozialen Medien oft machen mit uns. So uns richtig einsaugen, einziehen, in ihren Bann nehmen. Das ist natürlich nicht nur, aber es ist ein Teil davon. Und ich möchte jetzt mit euch anschauen, was machen denn die sozialen Medien mit uns selbst, mit dem Bild von uns selbst und unserem Selbstwert. Ich werde es auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und dazu nehme ich das Beispiel Instagram. Wer von euch weiß, was Instagram ist? Okay. Wer weiß es nicht? Also, Instagram. Instagram ist eine soziale Medienplattform. Wir haben ja auch YouTube, Facebook. Facebook ist übrigens der Besitzer von Instagram. Alles Mögliche, WhatsApp, LinkedIn, Twitter. So. Und Instagram, das Prinzip von Instagram ist, dass wir, hier übrigens ein paar Impressionen, dass jeder ein Profil hat und auf diesem Profil lädt er Bilder hoch. Bilder von sich selbst, sogenannte Selfies. Das hört man ja auch immer. Also Selfies sind letzten Endes ist dieses hier. Ich mache ein Bild von mir selbst. Und aber auch von anderen Dingen, wie jetzt zum Beispiel vom Essen, von Reisen, von Sport. Das sind riesige Gebiete auf Instagram. Und das Prinzip ist, dieses Bild hochzuladen und dann sich eine sogenannte Community mit Followern aufzubauen. Also es sind quasi die Gefolgten, also Menschen, die mir folgen. Und das müssen nicht nur bekannte Menschen sein, sondern das können wirklich ganz viele Menschen auf der Welt sein. Und das geht eben hiermit, mit diesem Folgen-Button. Und ich möchte ja, indem ich meine Bilder der Welt zeige, dass die anderen gefallen, dass sie sie liken, sagen, mir gefällt das. Und das mache ich mit diesem Herz hier. Und was ja diese sozialen Medien letzten Endes erschaffen oder erzeugen, ist das Stillen eines tiefen menschlichen Bedürfnisses. Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und Selbstbestätigung. Bestätigung, denn ich möchte ja durch dieses Herz, ihr glaubt gar nicht, was das auslöst. Es ist wieder so mit Dopamin verbunden und dann ist das letzten Endes, dieses Herz gibt uns einen Dopaminkick, Belohnungsreaktion, weshalb das auch so süchtig macht. Ja, und auf Instagram ist alles immer toll und bunt und ehrlich gesagt, wenn man sich das hier so anguckt, was für ein Leben, oder? Es wirkt ja wirklich wie das perfekte Leben. Weil alles wird gefiltert und schön gemacht und ja, aber warum sage ich Illusion? Denn ist das das reale Leben? Wohl kaum. Es ist ein Abbild und es zeigt ja wirklich einen Menschen nur in einem ganz kleinen Abschnitt und eben nicht die ganze Person, das ganze menschliche Wesen. So, ich möchte euch mal was zeigen. Sieht toll aus, oder? Schöne Haare, schöne Wangen, schlankes Gesicht, kaum Falten. Ich habe seit einiger Zeit so eine Denkfalte hier, die sieht man hier auch nicht. Und ja, ich bin das. Ich bin das.
und schöne Lippen, meine Nase schön schlank. Was sagt ihr jetzt? Ich muss zugeben, ich bin ganz schön erschrocken, als ich den Unterschied gesehen habe. Und das ist ein neuer Trend. Also Filter, sagt euch vielleicht, was Filter heißt. Zum Beispiel, früher gab es Schwarz-Weiß und Sepia. Das hat man aufs Bild gelegt, aber das ist von gestern. Heutzutage filtert man Bilder, indem man nicht nur die Farben verändert, sondern das gesamte Gesicht, das gesamte Selbstbild. Das bedeutet, es gibt Apps, die in Sekundenschnelle, das ist wirklich noch eine Anfängerversion hier, was wir gemacht haben. Es gibt Apps, die kosten total viel Geld und da kann man noch ganz andere Sachen machen. Letztendlich meinen ganzen Körper, ich kann mich komplett verändern. Und das mag lustig erscheinen, dieses Gesicht verändern. Und es gibt auch noch Filter, da tanzen dann irgendwelche Bärchen oder so im Hintergrund rum. Das ist vor allem, glaube ich, auf TikTok, Snapchat und so weiter. Und das bringt mich aber zu einer Sache, die gar nicht so witzig ist. Und das ist das Phänomen der Selfie-Dysmorphie. Die Mediziner, Psychologinnen unter Ihnen wissen vielleicht, es kommt von Körperdysmorphie-Störung. Und Körperdysmorphie-Störung bedeutet ja, dass Menschen sich teilweise eingebildet oder ihren Fokus so stark auf einen körperlichen Makel lenken, dass sie total in die Depression verfallen und dann nur noch ihren Makel, also ihren Fokus draufsetzen. Ja, diese Selfie-Dysmorphie ist letzten Endes bedeutet die Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen, was nur noch mit den gefilterten Selfies ertragen werden kann. Das heißt, ich finde mich quasi nur noch gut, nur noch schön, nur noch hübsch, wenn ich mich in meiner gefilterten Version angucke. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann werde ich todunglücklich. Und hier sieht man auch so ein paar Artikel, wenn Menschen aussehen wollen wie ihr Filter-Ich. Und was ich daran so gefährlich finde, ist, jetzt sage ich schon früher, ich habe mich früher vielleicht mit Britney Spears, Christina Aguilera, sonst was verglichen. Fand ich toll, wollte ich so sein, die hatten einen tollen Körper, etc. Aber jetzt vergleiche ich mich, also nicht ich, aber die Menschen, mit der hübscheren Version meiner selbst. Und Sie merken schon, ihr merkt schon, wo führt denn das hin? Und ich sage bewusst meiner selbst, weil die Grenzen nämlich zwischen dem Körper, zwischen dem Ich als Fähigkeiten, verschwimmen und dem Selbst, mir als menschliches Wesen. Und es gibt, ich habe gelesen von einigen Fällen, wahrscheinlich in Amerika wieder mehr, aber auch in Deutschland, wo junge Frauen, junge Mädchen fast schon, zum Schönheitschirurgen gehen und nicht mehr mit dem, ich will aussehen wie Christina Aguilera, sondern guck dir mal an, ich möchte so aussehen wie die gefilterte Version meiner selbst. Weil mit Sport und Ernährung, erstens dauert es viel zu lange, kann ich meine Lippen nicht größer machen, kann ich meine Wangenknochen nicht heben, kann ich meine Nase nicht verkleinern. Und deshalb steht hier Therapie anstatt Schönheitsoperation. Ich denke, der erste Weg sollte doch erstmal eine Therapie sein, anstatt mich unter das Messer zu legen. Denn das hat ja alles gar nichts mehr mit mir selbst zu tun. Ja, letzten Endes, ich möchte nicht die sozialen Medien nur schlecht machen. Ich möchte aber aufmerksam machen. Und aufmerksam machen dafür, was letzten Endes die sozialen Medien mit uns machen oder mit uns machen können. Und ja, ich habe hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, dass letzten Endes diese Grenzen wirklich zwischen meinem Körper, dem Ich und dem Selbst oder der Psyche verschwimmen. Und dass irgendwann eben es nur noch darum geht, habe ich den schlanken Körper oder weitergehend habe ich 5 Kontinente bereist. Denn ich bin nicht mehr wert, nur weil ich auf 5 Kontinenten schon war. Oder weil ich einen toll durchtrainierten Körper habe. Oder weil ich 30.000 oder 1 Million Follower habe. Das ist übrigens nur noch kleine Zahlen. Da bin ich nicht mehr wert, aber der Selbstwert wird darüber gemessen. Und ich habe hier geschrieben, tiefe menschliche Bedürfnisse werden durch die Anzahl an Likes und Followern gestillt.
ja, finde ich problematisch. Und letzten Endes, es gibt auch mehrere Studien mittlerweile, die den Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und der übermäßigen Nutzung von sozialen Medien feststellen können. Und das geht dann ganz fix in wirklich starke Selbstwertprobleme, Einsamkeit, Depression, Essstörungen. Wie die Essstörungen durch die sozialen Medien angetrieben werden, gerade eben durch sowas. Da kriegt gerade junge Menschen, ne, im Alter von 12, 13, die gerade auf der Suche sind, ihr eigenes Selbst zu finden oder letzten Endes sich da mal anzunähern, was bin ich überhaupt, was möchte ich? Für die ist es ja, die kommen so in diese Welt rein und können da vielleicht die Grenzen ja noch gar nicht so erkennen. Und ich muss zugeben, wenn ich jetzt 13, 14, 15, 16, 17, vielleicht Anfang 20 auch noch, ich wäre da voll mit eingestiegen wahrscheinlich. Und letzten Endes wird auch dieses verbildlichte Leben der Influencerinnen, jetzt kommt noch ein Begriff, Influencer ist wie so ein neues Berufsbild, ist übrigens der Traumberuf von ganz vielen jungen Menschen. Das heißt, Influencer ist, wenn ich wie einen YouTube-Kanal oder auf Instagram ein Profil habe und Produkte bewerbe, also beeinflusse das, super Werbestrategie, also genial. Und das sind Influencer, die, ja, und es wird aber ganz viel dieses Leben dieser Influencer als normal angenommen. Und das ist das Gefährliche. Ich habe in der Doku mal gehört von einer Influencerin, na, dass Instagram zu 90% der Realität nicht der Realität entspricht, darüber müssen wir nicht reden. Ich glaube schon, dass wir darüber reden müssen. Weil, wer sagt das denn? Wer sagt denn selbst gern als Influencer, ach, das, was ich hier mache, da ist vielleicht 10% ich, echt, der Rest ist gefaked. Macht ja keiner. Müsste passieren. Also Aufklärung ganz viel. Genau. Und ich habe euch ein Lied mitgebracht. Ich würde euch bitten, das jetzt abzuspielen. Ich habe den Text hier mal ein paar Textzeilen rausgeschrieben, dass es vielleicht ganz gut hierzu passt. Ja. Du triffst einen Jungen, es hätte fast gefunkt. Doch Heidi Klum hat leider zu viel Scheiß in dein Herz gepumpt. Denn du schämst dich für das, was du bist. Doch das, was du bist, ist das, was du vermisst. Denn du bist die wichtigste Person, die du je treffen wirst. Der einzige Mensch, der dich jemals retten wird. Also hör auf, deinen Körper zu verschandeln. Du willst Leuten gefallen, die die Scheiße behandeln. Und du bedankst dich noch dafür, dass dich jemand sieht. Sowas braucht ein Mensch, der ständig vor sich selber flieht. Sie führt an dich mit einem Bild von der Welt. Bist du es irgendwann selbst für die Wirklichkeit hältst, weil du zu feige bist. Selber zu fühlen, selber zu denken und dich selber zu spüren. Du suchst Bestätigung und zahlst jeden Preis. Ich seh Kinder auf Plakaten, die so kalt sind wie Eis. Wir sind ein Wunder, doch behandeln uns wie ein Produkt und sind enttäuscht, weil jeder nur auf unsere Packung guckt. Wir verarschen uns selbst für den Applaus. Wir haben dem Teufel unser Lachen verkauft. Und du redest deinem Körper ein, er wäre nicht perfekt. Er kann Leben gebären, aber ein bisschen Respekt vor dir selbst. Deine Seele hat Hunger, du bewohnst ein atmendes Wunder. Zeigen. Und was du glaubst, wird dir niemand beweisen. Denn was wir sind, hat noch niemand verstanden. Und was du fühlst, passt in keinen Gedanken. Und wer du bist, wirst du niemals ergründen, wenn du nur tust, was sich andere wünschen. Ja, ich finde es teilweise ziemlich drastisch, aber manchmal muss man eben drastisch sein, damit man aufwacht. Und ich finde das Lied oder den Text vor allem so toll, gerade so dieses und du redest deinem Körper ein, er wäre nicht perfekt, er kann Leben gebären, hab ein bisschen Respekt vor dir selbst, deine Seele hat Hunger, du bewohnst ein atmendes Wunder. Und dieses atmende Wunder, dessen sollten wir uns mehr bewusst sein. Ich meine jetzt nicht mit uns hier, sondern auch der Welt da draußen.
Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Ausschnitte aus Liedern von Künstlerinnen, die so ein bisschen Mut machen wollen in die Richtung von, ja, Julia Engelmann, das ist eine bekannte Poetry-Slammerin, hat ein Lied, das heißt Modelmädchen, und sie sagt: Manchmal wäre ich gerne schöner, doch das geht auch wieder weg. Ich bin kein Modelmädchen, ich bin komplett unperfekt. Oder I'm not a supermodel from a magazine. No, I'm okay with not being perfect, because that's perfect to me. Also, to be perfect is to be truly yourself. Also wirklich perfekt zu sein heißt, ich selbst zu sein. Ich muss nicht dieses Modelmädchen sein. Ich bin komplett unperfekt. Und reicht es denn nicht auch, wenn ich mich selber like? Ja, da die sozialen Medien ja nicht nur ein riesiges Monster sind, die uns auffressen und die uns zur krankhaften Selbstoptimierung anstiften und was auch immer, mediale Vielfalt als Chance. Ich möchte hier auch ganz klar sagen, dass die sozialen Medien ja letzten Endes diese Vielfalt der Menschen, der Welt darstellen und uns eine Plattform bieten, die noch nie zuvor da gewesen war. Eine Plattform der Vernetzung. Und letzten Endes ist es ja auch schön, wenn ich weiß, okay, meine Tochter, meine Freundin, wer auch immer, ist jetzt ein Jahr in Peru und die soll ihren Selbstfindungstrip da machen oder sich erleben oder wie auch immer. Und dann postet sie ab und an mal ein Bild und dann kriege ich das mit. Das ist ja auch was Schönes. Und ich muss mittlerweile gar nicht mehr zu so vielen Orten reisen. Ich sehe sie ja. Und ich glaube, dass die sozialen Medien auch ein Bewältigungstool der heutigen Zeit geworden sind, gerade für junge Menschen. Denn es gibt so viel Informationen, so viel Nachrichten, so viel, was uns erschlägt. Und manchmal ist es einfach das süße Katzenvideo oder das lustige Fail-Video, also wo Leute irgendwie hinfallen oder sowas auf YouTube, was uns mal kurz davon ablenkt, aus diesem ganzen, oh Gott, was passiert hier alles, auszusteigen. Also wirklich auch soziale Medien als Bewältigungstool. Und ich finde, was ja letzten Endes auch die sozialen Medien schaffen, ist so diese Plattform. Gerade Menschlichkeitsbewegungen, also dieses Black Lives Matters zum Beispiel, das hat sich ja auch rasend schnell über die sozialen Medien verbreitet. Natürlich gibt es da auch wieder extreme Formen, aber dieses Bewusstsein dafür, auch das Thema Diversität, wie divers sind auch die sozialen Medien, wie eine Gemeinschaft eben, oder auch ein Sprachrohr für Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben zu sprechen. Ein Suchen und Finden und auch vielleicht gefunden werden. Und letzten Endes, ja, ist es eben diese mediale Vielfalt auch als Chance. Okay, von den sozialen Medien kommen wir jetzt zur nächsten Station, die ich Selbsterfahrung und Selbstbegegnung bezeichnet habe. Ja, da soll es vor allem darum gehen, wie begegne ich mir denn selbst? Was sind denn Möglichkeiten? Was hilft mir dabei? Aber was hemmt mich vielleicht auch? Und da wir eben gerade aus der Welt der sozialen Medien, Internet, Nachrichten kommen, ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Verstand, mein Kopf, mein Ich selbst komplett zu gemüllt bin oder so im ständigen Beschäftigungs- und Ablenkungs- und letzten Endes Beschallungsmodus bin. Und ich merke richtig, wie schwer mir das fällt, wirklich zur Ruhe zu kommen, weil ich kann mich ja mittlerweile 24/7 nicht mit mir selbst beschäftigen. Und ja, ich kenne viele junge Menschen mittlerweile, die Angst davor haben, allein zu sein, Angst davor haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil dann kommen die Gedanken, die sie nicht denken wollen. Dann kommt die Angst und dann ist es einfacher, zum Handy zu greifen und sich das nächste YouTube-Video anzugucken. Ja,
Und ich finde es aber umso wichtiger zu schauen, wann komme ich dann zu mir selbst oder was hilft mir dabei. Und für mich ist es so, ganz klar, kleine Alltagsrituale schaffen. Das hören wir auch schon in den verschiedensten Kulturen, zu den verschiedensten Zeiten. Ja, und es beginnt wirklich bei der bewussten Tasse Kaffee. Nicht Kaffee machen und schon wieder hier am Schreibtisch sitzen. Ich habe jetzt ganz bewusst angefangen, eben nicht meinen Kaffee zu trinken und nebenbei die Doku der nächsten Patientin zu machen oder die nächste Gruppentherapie vorzubereiten, sondern ganz bewusst meinen Kaffee zu trinken und wenn es eine Minute ist. Und was noch, es ist, oder Yoga. Ich muss sagen, ich habe es in der letzten Zeit auch ein bisschen dank dessen schleifen lassen, morgens in den Tag zu starten mit 15 Minuten Yoga, auch vor der Arbeit. Das hilft mir unglaublich, um wirklich einen Moment zu mir selbst zu kommen. Und ich höre es auch von vielen anderen, dass diese kleinen Zeitfenster helfen, mal innezuhalten. Oder Tanz, Bewegung, mal wirklich nur in dieser Bewegung sein, im Tanzen. Und da kann Musik ja auch ein wahnsinniges unterstützendes Tool sein. Ich rede jetzt weniger von diesen zugedröhnten, alkohol-drogenlastigen Tanzen. Klar finde ich da gerade mit psychedelischen Erfahrungen vielleicht auch intensiv zu mir selbst. Wobei, dann gehe ich wahrscheinlich nicht im Club tanzen. Aber wirklich so dieses, wie wir es gestern gemacht haben in der Gruppe von den Essers, einfach mal wieder bewegen und im Tanz sein. Oder auch einfach mal da sein und nur beobachten. Ohne Zeitdruck, ohne die nächsten Pläne im Kopf. Und das ist nicht so leicht. Aber es hilft. Genau. Natur sein, in den Wald gehen, spaziergehen ist dann natürlich auch ein ganz wichtiges Tool. Denn ich habe das Gefühl, so im Wald, da gibt es keine Medien. Also wenn ich wirklich mein Handy zu Hause lasse, da gibt es keine Reklametafeln, da gibt es gar nichts. Da gibt es einfach nur Bäume. Und es gibt ja nicht nur, ich sag mal, Rituale, sondern auch Orte, die mir helfen, die uns helfen, zu uns selbst zu kommen. Ja, das ist im Wald oder in den Bergen, am Meer sein. Und eben das wieder auch ein Stück weit einzubauen in den eigenen Alltag. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in diesen, auch in diesen Räumen, deshalb sage ich hier Zeiträume schaffen, dann habe ich das Gefühl, dass mit der Zeit dieses Alltagsdenken, der Verstand mal ein Stück zur Ruhe kommt, wie auch so mal gemutet wird, Pause draufgedrückt. Und mit Alltagsdenken meine ich letzten Endes dieses Gedankenfließband, was ständig neue Informationen in den Verstand schießt. Muss ich noch einkaufen? Habe ich die Doku schon gemacht? Oh Gott, wie wird der Vortrag und schaffe ich das alles? Also dieses ganze rasende, dass das einfach mal zur Ruhe kommt. Und da fand ich das Zitat von Ramana Maharshi, ist ja ein bekannter indischer Guru: Das Selbst ist die eigenschaftslose, reine Wirklichkeit, in deren Licht Körper und Ego aufleuchten. Wenn alle Gedanken zur Ruhe gekommen sind, bleibt das reine Bewusstsein zurück. Also dieses zur Ruhe kommen und zur Ruhe kommen im Sinne von hier mal zur Ruhe kommen und in den Körper, in die Mitte kommen. Ja, und ich merke ganz schnell, es ist immer die Frage, klappt das immer? Nee, ich habe, glaube ich, ein super aktives Gedankenfließband. Und aber wenn es mir gelingt oder wenn wirklich irgendwie ich in diesem Moment, diesen Zeiträumen bin, dann stellt sich irgendwann ja so eine Ruhe ein. Und mit dieser Ruhe kommt wie auch so ein inneres, es ist gerade okay so, es läuft alles richtig. Und letzten Endes mischt sich dann wie so runter so ein Urvertrauen dazu. Und ich merke ganz schnell, wenn ich im Alltag eben diese Rituale und diese Zeiträume vernachlässige, auch gerade so dieses mit mir selbst zu sein, also wirklich allein zu sein. Ich habe ganz bewusst hier allein mit mir selbst, im All-Ein-Sein. Ich liebe einfach dieses Wortspiel. Von daher, weil es so passt, ich bin dann nicht einsam, sondern ich bin wirklich im All-Ein-Sein allein. Genau. In der Natur begegnest du dir selbst.
Du kannst niemandem etwas vormachen. Aus dem wunderbaren Dokumentarfilm Der Schneeleopard, den haben wir letztens gesehen, kann ich nur empfehlen. Und ich finde, die Natur ist hundertprozentig sie selbst. Von der können wir uns echt, also ist wieder die Frage Natur, wie bezeichnen wir Natur? Ne? Ich möchte jetzt eher wirklich in diese reine Natur, Wald, Berge, Meer. Die ist sie selbst, wenn man sie lässt, aber ich glaube auch, wir können da gar nichts dagegen machen, dass sie sie selbst ist. Und wenn ich mich wirklich darauf einlasse, mal das Handy, die Kopfhörer zu Hause lasse, dann lasse ich alle Masken fallen und bin dann auch mal wirklich eher ich selbst. Und der Natur entgeht, also der Natur sind so unsere geschaffenen Selbstschutzmasken egal. Ja, neben Ritualen schaffen, finde ich, ist ein weiterer wichtiger Punkt, so was uns ja jetzt auch im Laufe der Tagung schon mehr und mehr begegnet ist, die Rückbesinnung, das Vertrauen auf die eigene Intuition, den Instinkt. Intuition, Instinkt, die genaue Definition, wie das miteinander zusammenhängt, ist ja jetzt weniger wichtig. Ich habe hier mal ein paar Ideen, Impulse zusammengeschrieben. Das heißt weder, dass das richtig ist und für jeden und jede hier passen muss, sind einfach mal nur ein paar Gedanken dazu. Ja, Albert Einstein sagt zum Beispiel, die Intuition ist im Grunde das einzig wirklich Wertvolle. Nicht das logische Denken und der Verstand, sondern die Intuition. Das sagt ein Albert Einstein. Und irgendwie, ich bin vor einiger Zeit, eine Freundin hat mir das Buch geschenkt, und zwar von der amerikanischen Analytikerin Clarissa Pinkola Estes, die Wolfsfrau. Die Rückkehr der weiblichen Urinstinkte. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir immer wieder gedacht, ja, stimmt, genau, so ist es. Und sie geht vor allem so von diesem intuitiven, instinktiven Selbst in uns. Das innere Wissen, dieses innere Wesen der Frau, deshalb sagt sie auch die Wolfsfrau, die wilde Frau in uns, die in der heutigen Zeit viel zu unterdrückt wird und gar nicht mehr rauskommen kann. Und es ist so diese innere Bewusstheit, aber auch so ein Stückchen das Göttliche in uns, der göttliche Funken in uns, der in uns eben, ja, wie verborgen ist. Und ich habe mir da noch ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, dass die Intuition, der Instinkt, eine Mischung daraus, letzten Endes wie so eine Art Richtungsweiser zum Selbst ist. Vielleicht so das Sprachrohr oder die Sprache des Selbst. Und letzten Endes ist es ja dieses Bauchgefühl, wenn wir uns auch in unserem Bauch hören. Und ich habe das Gefühl, das ist so dieses Bauchgefühl, was die Antwort schon kennt, bevor sich der Verstand einmischt. Und ich höre auch noch viel zu oft auf den Verstand und dann verrenne ich mich. Und eigentlich war das Gefühl da. Geht vielleicht nicht in jeder Situation, aber ich glaube, es ist zumindest so, wie dass dieses Bewusstsein dafür schaffen, hey, eigentlich habe ich alle Antworten schon in mir selbst. So dieses tiefe innere Wissen, ich glaube, es ist wirklich so dieses tiefe innere Wissen, was schon immer da war, da ist und sein wird. Alles in uns vereint, ist doch eigentlich cool. Ja, mich hat ein Satz aus dem Buch Die Wolfsfrau nachhaltig beeindruckt oder ist mir sehr nachgegangen. Wahrscheinlich, weil ich mich auch so wiederfinde. Wenn ich schlicht und einfach ich selbst bin, werde ich von vielen abgelehnt und ausgestoßen. Aber wenn ich mich willig anpasse, lehne ich mich selbst ab und stoße mich selbst aus meiner Mitte. Ja, als ich den gelesen habe, ging es mir kurz ziemlich schlecht. Weil ich gemerkt habe, Mann, wie oft mache ich das eigentlich? Und dieses sich selbst aus der eigenen Mitte stoßen, ist ja eigentlich so ein total schmerzhafter Prozess. Und ich sage nicht, dass es wirklich immer geht im Alltag. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir diese Masken haben, diese Schutzmäntel, die wir uns anziehen. Aber wir dürfen sie auch Stück für Stück mal ablegen. Und mit der Zeit ist mir aufgefallen, dieses, wenn ich wirklich so auf das Bauchgefühl höre oder so,
mein Selbst sprechen lasse, die in meiner Intuition folge, dann wende ich mich, oder seitdem habe ich mich vielleicht auch mehr und mehr von Menschen abgewandt, bei denen ich gemerkt habe, hier muss ich eine Rolle einnehmen, hier muss ich eine Maske aufsetzen, hier kann ich nicht ich selbst sein. Und das bedeutet nicht, dass ich mich nur noch mit Menschen abgebe, die immer meiner Meinung sind. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Ich finde dieses Phänomen des Bubble oder dieser Blase, dass sich Menschen mit der gleichen Meinung vereinen, gar nicht gut. Weil ich möchte ja in Frage gestellt werden. Aber ich möchte eben, und Menschen können mich gerne auch sagen, nee, ich sehe das anders. Aber ich möchte eben als Wesen, als Mensch erkannt werden und nicht dafür abgelehnt werden, dass ich nicht die richtige Meinung habe, dass ich nicht die richtigen Gedanken habe. Und ja, manchmal braucht es ganz schön lang Zeit, um diese Menschen zu finden. Und ich glaube, es gehört zum Prozess dazu, dass wir auch mal wie in die Falle tappen oder reinfallen. Aber das Wichtige ist dann wirklich, sich zu besinnen, hey, tut der mir wirklich gut? Clarissa Pinkola Estes sagt auch immer wieder, mehr mit Menschen zusammen sein, die die eigene Seele reifen lassen. Ja, und ich dachte mir dann so bei diesem Thema Intuition, Instinkt, was will ich denn wirklich? Was will ich wirklich oder was will vielleicht der andere? Und ich glaube, Meryl Streep hat irgendwie einen Satz gesagt, so in dem Moment, wenn du das tust, was andere denken oder wenn du anfängst, dich danach zu richten, was andere über dich denken, dann hörst du auf, du selbst zu sein. Und ich finde eben, ich habe das hier aufgeschrieben, mach dich selbst sprachlos. Du brauchst, glaube ich, oft gar nichts anderes als dich selbst, um dich wirklich auch so zu inspirieren, zu faszinieren. Und da ist es auch wie so die Verbindung zu dieser Verschöpfung, zur Vielfalt. Ich glaube nämlich, wenn ich in mich reinspüre, auf mein Bauchgefühl mich verlasse oder diesen mehr und mehr zu mir selbst komme, auch das sprechen lasse, dann bin ich schon schöpferisch tätig. Schöpferisch in meinem Leben, aber letzten Endes auch in der Vielfalt. Und das Interessante ist, dass der Verstand das oft gar nicht so sieht. Verstand und Intuition sind oft gegenentgesetzt. Und das, was für mich selbst und für die Schöpfung, für die Vielfalt gut ist, muss nicht immer für den Verstand gut sein. Denn der Verstand oder vielleicht so dieses Ego, so viel, glaube ich, auch der Begriff hier, die Ego-Kultur, verdrängt ja die Ganzheit, alles, was dazugehört, verdrängt es ja gerade auch, nee, das entspricht nicht der Norm. Das entspricht nicht deinen Erziehungsmustern. Das macht man so nicht. Und ich glaube, deshalb gibt es da auch so Gegensätze. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass wenn ich wirklich bei mir selbst bin, dann bin ich im gleichen Atemzug auch Teil der Vielfalt und der Schöpfung und wie gesagt wieder selbst schöpferisch tätig. Okay, das bringt mich jetzt schon zur letzten Station. Die letzte Station habe ich mit dem Titel Das Eine in Allem genannt. Und ich lade euch jetzt ein, mir auf dieser letzten Station dieser Reise mit lauschenden Ohren und lauschendem Herzen zu folgen, mich nochmal ein Stück begleiten. Ich sage bewusst lauschen, weil das Herz lauscht, der Verstand hört zu. Und ich glaube, oftmals kriegen wir viel mehr mit, wenn wir lauschen, anstatt immer alles verstehen zu wollen. Und du vertiefst dich ins Leben, schaust mit sehenden Augen in das gewaltige, belebte Chaos dieses Seins. Dann ergreift es dich plötzlich wie ein Schwindel. In allem findest du dich wieder. Überall, wo du Leben siehst, das bist du. Das ist ein Zitat von Albert Schweitzer. Und
Ich muss zugeben, es geht mir seit dem Vortrag im letzten Jahr von Klaus Eurich nach. Oder da habe ich das, glaube ich, das erste Mal gehört oder wieder bewusst gehört. Es geht mir so nach, weil in diesem Satz so viel Wahrheit steckt und so viel Weisheit. Und deshalb habe ich auch dieses Bild gewählt, weil es nochmal diese Vielfalt zeigt. Auch so unsere menschliche Vielfalt, die sich dann immer kleiner wie so in die Mitte kommt. Ich finde, das hat übrigens auch so ein bisschen Mandala-Struktur. Zentriert. Und das ist es ja, die Vielfalt in mir selbst, im Außen, ich und du. Ich glaube, wir brauchen diese gelebte Vielfalt auf allen Ebenen, um Stück für Stück zu uns selbst zu kommen. Das eine bedingt das andere. Ich bin mir selbst nahe, wenn ich wirklich am Leben teilhabe, wenn ich wirklich ein Teil davon bin und das Leben nicht an mir vorbeiziehen lasse. Und wenn ich mich wirklich hineinvertiefe und mit staunenden Augen sehe und erkenne, mir bewusst werde, dass all das, was ich sehe und nicht sehe, all die Vielfalt, auch all das Chaos, letzten Endes ich selbst bin. Und anders gesagt, ich erkenne das eine große Bewusstsein, das eine wahre Selbst, Gott, die große Seele, die Weltenseele, wie Paulo Coelho so schön sagt, in mir selbst und in allem. Und alles ist ein Teil davon, ein Ausdruck. In allem finde ich mich wieder. Ja, vielleicht so ein Stück als Fazit, als Zusammenfassung bin ich zu einem Satz gekommen. Selbstsein durch das Einssein mit dem Allsein. Selbstsein durch das Einssein mit dem Allsein. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich aufs Leben einlassen, jeder und jede für sie selbst, gibt es kein richtig und falsch. Dann passiert genau das. Ja, ich möchte euch jetzt dazu einladen, vielleicht mal für meinen Abschluss, ich möchte euch ein kleines Gedicht oder ein Ausschnitt aus einem Gedicht von Khalil Gibran, der Prophet, vortragen. Und ich lade euch ein, jetzt mal für einen Moment, wenn ihr möchtet, die Augen zu schließen, zu lauschen und vielleicht mal ein Stück, einen Moment zu euch selbst zu finden. Denn das Selbst ist wie ein Meer ohne Grenzen und Maß. Sagt nicht, ich habe die Wahrheit gefunden, sondern ich habe meine Wahrheit gefunden. Sagt nicht, ich habe den Weg der Seele gefunden, sondern sagt, ich bin auf meinem Weg der wandernden Seele begegnet. Denn die Seele wandelt auf allen Wegen. Die Seele geht keinen geraden Weg, noch wächst sie wie ein Schilfrohr. Die Seele entfaltet sich gerade so wie ein tausendblättriger Lotus. Vielen Dank, dass ihr mich auf diese Reise begleitet habt. Danke für euer Dasein
und dass ich hier sprechen durfte.